Damn lumber is the place to be. Damn lumber is the place to be. Damn lumber is the place to be. Geld seid gar nicht schnell, reiche zum letzten Mal gesehen. Wir können seinen Verrat nicht ignorieren. So, dann müssten wir ja jetzt gleich angreifen können. Ja, jetzt brauche ich auch keine Schnellreisen mehr machen. Für die paar Meterchen jetzt. Bruce wird für seinen Verrat zahlen. Und es wird eine Warnung für alle, die es wagen, ihm zu folgen. Sehe ich genauso. Eine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige. Das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetfly-Stop. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist ein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, er hat dich aufgespießt und du... Sei still! Das sind drei Gefangene. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also, auf geht's. Das Spiel beginnt. Alle tot. Nicht zu fassen. Einige dieser Trottel trainieren. Danke für die Rettung. Jetzt suchen wir Bruce und klöpfen ihn auf. So weit, so gut. Noch zwei Geiseln mehr. Ja, du sagtest drei und eine haben wir. Ich kann zählen. Oh, na, das wird nützlich sein. Ich wünschte, wir hätten diesen Redman geschnappt. Ach, da habe ich wohl einen übersehen. Geh voran! Und gleich kommt der Letzte. Aber wem sage ich das? Du hast ja gezählt. Ja, hab ich. Ich hab mit Targor gerungen. Du und dein Taschenmesser seid gar nichts dagegen. Ach, lächerlicher Spruch. Ich will eine Chance auf... Hol mich heraus! Ich habe ihn nicht verraten! Nein! Du wirst dem Hellen verdienen! Ich schwöre meine Treue! Ich kann ihm gar nichts mehr befehlen.
Dann kämpf einfach weiter für mich. Befrei mich! Ich kämpfe mit dir! Chance auf Rache! Tuvok, den Ersatz! Ich lebe! Danke, mein Herr! Retter! Tja, das war's dann wohl. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deiner Festung. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugig war's dort, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaub ich. Alle behindert in dem Spiel. Alle behindert. Ich lach mich kaputt. Die Arme auszureißen kann. Warum labert der mich denn jetzt zu? Wir sind mitten in einem Kampf. Sehr stark aus. Ich werde dich in Stücke hacken. Hä? Und jedes davon auch verwenden. Ich verschwende nichts. Halt ihn ein. Hä? Hört doch auf, mich mitten im Kampf zuzuquatschen, ihr Idioten. Das vergesse ich nie, Helle Herr. Ich bin doch kein Fußhalter. Keine Chance. Sehr geil. Ja, meine Gefolgsleute haben schon was drauf. Ach so, nein. Sicher wie Schrack im Karagor!
Oh, dieser blöde Feigling. Wir werden ihn finden und ganz Mordor zeigen, was mit jenen geschieht, die sich dem hellen Herrscher ersetzen. Nein, das wollte ich jetzt gerade eigentlich verhindern. Tja, da muss der meine Reihen leider wieder verstärken. Ich werde deine Befehle ausführen. Wenn ich muss. Da war nämlich meine Mitstreiter schon da dran, den wieder zu erledigen. Hi, Rächer. Ich folge dem hellen Herrscher. Ich stehe hinter dir. Tja, da haben wir unsere Festung wieder. In den totalen Krieg! Um 10 Uhr morgens wird angegriffen! Und diese Festung aus werden wir unser Reich erweitern! Scheiße. Läuft gut, Rächer, wie man hört. Läuft gut. Immer die großen Zwergenhasser. Das ist so richtig, so kleinen Zwergenrassisten oben auf dem Tor, auf den Turm setzen. Ah, schön. So, direkt da unten die Statue kaputt machen. Boah, Punkttreffer. Sie ihr geliebtes Monument wohl vermissen werden? Sie legen zu viel Wert. Was ist das? Drücke bei voller Macht RB, um einen explosiven Schuss abzufeuern. Auch nicht schlecht. Das Spiel tut dir, glaube ich, nicht gut. Ich weiß nicht, was du meinst, Ocean Blue Ink. Ich weiß nicht, wie du auf sowas kommst. Da geht die Fantasie wohl mit dir durch. Oh, ich kann ihn verbessern. 405. Ja, da ist natürlich der auf einmal schlecht. Boah, die Äxte sind nie besser als die Bögen. Ich verstehe das nicht. Ist doch nicht schlimm, deswegen mögen wir dich ja. Moment, weswegen? Ja, ihr müsst doch immer den Zusammenhang sagen. Da ist doch die Verzögerung drin. Ich weiß doch jetzt gar nicht, warum ihr mich mögt. Ja, das wusste ich eigentlich auch ohne Verzögerung nicht. So. Das ist erledigt. Raus hier. Story weitermachen. Da. Das letzte feindliche Gebiet.
alle Katzen weg. Haben wohl Angst gekriegt. Ich will doch nur Komplimente hören. Also hör mal, ich verteile doch auch gerne Komplimente, oder? Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Zum Beispiel habe ich dir ja auch gesagt, dass du total toll aussiehst. Ich werde jeden Gondor-Menschen finden. Ja, als ich dein Instagram gestalkt habe. Schön durchgekommen. Locke den Kommandanten hervor, indem du seine Schildträger tötest. Kein Ding. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Ach scheiße, nein, den wollte ich doch verhören. Ich lösche einfach mal das ganze Lager aus, nicht nur die Schildträger. Ja, Fishing verkommt das Fischen des 21. Jahrhunderts. Ich brauch das nicht. Tuka. Du benutzt das Ding falsch. Eine schöne Klinge. Mit dem hübschen Ding könnte ich viele Menschen töten. Nicht ganz!
Zack. Ich hätte ihn ja gerne für mich gewonnen, aber der war ja nicht gebrochen. Leider. Was ist das denn? Okay. Schicksale. Ich sehe die Lebenden und die Toten. Ich sehe meine Grubenhüter. Aber sie sind nackt. Im Traum sah ich diese Begegnung. Deinen Tod. Und ich sah meinen und Sieg. Nackt. Er sah uns nackt. Ich sollte mir jetzt Gedanken machen um das Spiel. Das wollte ich doch hören. Und los mit dir. Denkst du, wirst mit mir fertig? Lächerlich! Ja. Was? Ich höre dich nicht! Red lauter, Schwächling! Ich mache einfach beide platt. Du glaubst, oh, beschusssicher. Dieses Land ist die Heimat der gefährlichsten Wesen der Welt. Mächtigen Bestien namens Graux. Und dem mächtigen. Mächtigen Uruk, der sie tötet! Du bist kein Gegner für mich! Kannst du vergessen, du entkommst mir nicht, mein Freund. Ach, komm schon. Du bist ein, zieh mir vom Leib! Ich bring dich um! Ich wüte! Meinst du, du kannst es diesmal zu Ende bringen? Oder hast du wieder die Hosen voll? Ihr sterbt alle viel zu schnell mittlerweile, ey. Ich bin einfach zu übermächtig. Ach, dein Wunsch ist mir Befehl, hilf mir Befehl. Der Geflohene, der muss überfallen werden. Thank you.
Zap, zarab. So, sind die nächsten. Nächste ist Story. Turm der Zauberei. Wir müssen nach Minas Morgul zurück. Und in Erfahrung bringen, was der Hexenkönig geschaffen hat. Zweimal. Weil er die Aufgabe beim ersten Mal nicht vollendete. Gleich stirbt Dennis wieder, dann ist er nicht mehr übermächtig. Das kann durchaus sein, Duplo. Soll schon mal passiert sein, dass ich in dem Spiel gestorben bin. Man munkelt. Diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minas Ithil. Es heißt jetzt Minas Morgul. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Deine Fähigkeit, Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Dann müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Ach ja, ich bin ja doof. Ja, ich kann die auch so beherrschen. Ich muss dafür ja nicht schleichen. Ach. Das war immer meistens so mit Schleichen verbunden, deswegen war ich da jetzt auch so drauf fixiert. Wir wissen nicht, wie viele Nazgul da draußen sind. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Nein! Waldläufer, bleib an meiner Seite. Ich kenne den Weg. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Das wird wir sollten zusammenbleiben, Waldläufer. Ja, ja, ja. Zusammenbleiben. Wir sind doch zusammen. Wir wissen nicht, wie viele Nazgul da draußen sind. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Diese Elbenmeuchlerin jagt Nazgul. Aber sie hat auch schon viele Orks gejagt. Von einem Elben getötet. Du wirst des Lebens nicht mehr frei. Waldläufer, bleib an meiner Seite. Ich kenne den Weg. Wir
sollten zusammenbleiben, Waldläufer. So. Such nach dem Licht. Die Neuen werden alles tun, um diesen Ring zu erlangen. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Ich denn immer um. Soll mal lieber laufen. Wie das morgen. Ist wohl beides nicht verkehrt. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Oh, warum bleibt die entstehen? Die soll weiterlaufen. Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Ja. Und doch gibst du nicht auf. Ist das Game auch für Leute, die sich nicht mit Herr der Ringe auskennen? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was für Leute, die auf Assassin's Creed stehen. Nö. Weil das ist ja eigentlich dasselbe wie Assassin's Creed, nur halt in einem anderen Universum. Assassin's Creed in Mittelerde. Eine Anspielung? Ja, vielleicht. Ja, dann man muss nicht unbedingt was von Herr der Ringe wissen. Das Spiel ist sowieso eine eigene Geschichte. Ja. Kennt man die Filme, versteht man manche Sachen eventuell ein bisschen besser. Ja, das würde ich auch sagen. Also mancher würde sagen, hä, wer ist denn dieser hässliche kleine Wicht? Und eigentlich weiß die ganze Welt, dass es zum Beispiel Gollum ist. Wenn es ihn gibt, so Kleinigkeiten.
Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und kann man das auch mit anderen zocken? Ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Also es gibt einen Online-Modus, den nutze ich aber eigentlich gar nicht. Da muss man wieder ein... Nee, also... Du kannst online auch Freunde von dir rächen und so. Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er dasselbe mit dir tun. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram.